Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Witcher 3 Wild Hunt. Wieder in Tussor sind wir beim letzten Mal stehen geblieben. Gut, wir sind auch hauptsächlich im DLC Blood and Wine, da macht es natürlich Sinn. Beim letzten Mal, falls ihr den letzten Part verpasst habt, schaut gerne nochmal rein. Da haben wir auf jeden Fall das erweiterte Mutationssystem freigeschalten, was wir mit, was war Y? Das hier. Was wir hier freigeschalten haben, wir haben auch schon mal zwei Sachen hier in schneidende Kälte rein investiert. Ich habe noch kein Bild rausgesucht, muss ich sagen. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Wir brauchen ja aber auch noch ein bisschen Geld. Und zwar ein bisschen bedeutet mindestens 5000, vermute ich mal. Wir müssen auf 10.000 kommen. Danach wird es wahrscheinlich aber auch noch was kosten. Damit wir beim Runenschmied weiter vorankommen, das steht nämlich auch noch aus. Deswegen würde ich mal sagen, schauen wir mal. Wir haben hier Großwildjäger als Hexerauftrag für Tussor. Das wäre doch vielleicht ganz cool. Oh, wir haben auch noch die Faustkampfkämpfe. Die haben wir überall gemacht im Basisspiel. Ich würde sagen, das ist die Aufgabe für heute. Ich würde sogar mit dem Faustkampf beginnen. Das sollte relativ nah liegen alles, hoffentlich. Genau, wir werden einfach noch ein paar Quests machen. Bisschen das Spiel erkunden und das Geld. Da flimmert es ganz schön. Das sollte es so nicht sein. Naja, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen das Spiel genießen. Mittlerweile läuft auch wieder Anno. Ist als neues, altes Projekt gestartet. Also falls euch das interessiert, schaut da auch gerne mal rein. Für euch kam gestern der erste Part. Für mich heute. Online. Und ich habe auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß. Aber auch an The Witcher. Nur Witcher geht schon ein bisschen länger. Gut, hier ist der Faustkampf. Wir sind dazu so ein märchenhaftes Herzogtum voller Wunder. Falls ihr es lesen wollt. Hier mal ganz kurz. Ansonsten müssen wir mit... Warum? Das Spiel ist auf jeden Fall bugfrei. Ein schwebender Charakter. Ja, ich würde gerne mitmachen. Damit du nicht überrumpelt wirst, denk daran. Intellekt zählt so viel wie Stärke. Denn Kerlbürste ist kein gewöhnlicher Kämpfer. Sondern? Kerlbürste? Den Namen höre ich zum ersten Mal. Man sollte seinen Gegner nicht nach dem Namen beurteilen. Meister Kerlbürste ist ein Sattler. Ein sehr tapferer. Seine Schläge sind so wild, wie seine Repliken hart. Naja, dann let's go. Oh, Moment. Kann ich noch zwischenspeichern? Nee. Ja, dann setzen wir mal 50. Legen wir los. Ansonsten würde ich immer zwischenspeichern und dann kann man ein bisschen Geld hier machen. Hey, jetzt übertreib nicht. Kampf hinter uns bringen. Im Verhöhnen bin ich so gut wie kein Zweiter. Insbesondere besser als irgendein Hurenreiter. So jämmerlich und blöde klingst du so immer, deine Mutter? Lieber kämpfen als reden. Kämpfen. Verschrobene Beleidigungen brauche ich nicht. Ich kenne wirksamere Methoden. So. Ja, komm. Also Faustkämpfe 1 gegen 1 sind eigentlich nie ein Problem. Willst du mich verarschen? Ich bin gerade im Kampf. Hexer, komm doch mal rüber. Oh, der macht aber gut Schaden, wenn er trifft. Aber ich glaube, ich treffe besser. Und hier in der Ecke hat er irgendwie gar keine Chance. Das ist immer so. Darum, das sollten wir hinkriegen. Als Mann weniger Worte und noch weniger Scherze beweist der Hexer Kampfeswillen. Geralt hat Kerlbürste geplättet. Yay. Du musst zwei weitere Champions besiegen, bevor du den Maestro herausfordern kannst. Stillwasser findest du in Hauteville, nahe der Scharlatanallee. Der Koloss kämpft im größten Hof von Saint-Sébastien. Na gut, dann gehen wir da. Ja, 190 Meter, das ist ja... Das ist ja easy. Wie weit ist... Okay, der andere ist ein bisschen weiter weg. Aber wir holen uns erstmal den mit 150 Metern. Da können wir auch schnell hinrennen. Da würde ich noch nicht immer Plötze holen. Das sollte gehen. Aber ja, wir haben einen Faustkampf besiegt. Ich bin gespannt, wer Meister hier ist. Wobei, es könnte der General von der Stadtwache sein. Das wäre irgendwie cool. Aber ich weiß es nicht. Ich bin genauso ratlos wie wahrscheinlich die meisten gerade. Manche kennen es vielleicht auch. Die kennen vielleicht Witcher in- und auswendig. Wer weiß das schon. So, wo bist du
denn hier unten? Oh, ist ein cooler Kampfort. So, diesmal... Scheiß doch auf alles. Okay, da hinten. Moment. Ich mache erstmal Zwischenspeicher. Wirst du gegen Stillwasser antreten? Na, wirst du? Wirst du? Natürlich. Der Ritter, warum sagt er nichts? Ich wüsste gerne, wen ich vermöble. Der Ritter verrät nicht, wie er heißt oder aussieht. Er sagt kein Sterbenswörtchen. Guter Herr, zügle deine Neugierde. Ein Ritterschwur ist kein leeres Versprechen. Stillwasser wird Gesicht und Wappen verbergen, bis ihn jemand besiegt hat. Also, kämpfst du nun oder nicht? Na klar. Und zwar, wir setzen alles. Das sollte hoffentlich hinhauen. Ich fordere dich zum Duell. Edle Herren, tugendhafte Damen, schon bald beginnt ein weiterer Kampf. Na dann. Scheiß doch auf alles. Ja, nee, so fangen wir schon mal gar nicht an, dass du damit... Au. Gar nicht so anfangen, dass der hier irgendwie Chancen kriegt. Okay, da sind wir beide irgendwie. Okay. Au, der haut mich dauernd raus aus der Deckung. Huch, das war nicht gut. Darf ich hier mal irgendwie? Ich glaube, das ist der Ort, wo er drin hängt, oder? Der haut mich immer nur zurück, irgendwie. Ja gut, die starken Schläge kannst du halt nicht kontern. Dann machen wir es halt so. Und immer einen leichten dazwischen. Es ist so lächerlich, dass die... Ah ja, jetzt hängt er hier wieder an der Wand. So. Kriegt er überhaupt irgendwas? Okay, da hat er jetzt, glaube ich, Schaden bekommen. Ich mache einfach nur die schweren. Ich glaube, das ist besser. Aber irgendwie... Hier sollte er, glaube ich, nicht drin hängen. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Kommt er jetzt da raus? Ich glaube, der hängt fest. Ah, jetzt da vielleicht? Hey, wie wär's? Kommst du? Okay, ich glaube, ich habe ihn da hinten festgebackt. Na, was war das denn gerade? Okay, da haben wir mal getroffen. Oh, nice. Bitte. Bitte lass es enden. Kann ich mal aufladen? Nö. So, komm. Komm, noch einmal muss ich nur treffen. Ich gebe mir Mühe, aber er blockt alles. Ich lasse ich ihn nochmal. Ja, jetzt lasse ich ihn nochmal schubsen. Vielleicht klappt es dann. Ich sehe minimal noch den Lebensbalken. Huch. Na komm. Geralt trifft Stillwasser, 0 Schaden. Führt einen kritischen Schlag aus. Ich weiß halt auch nicht. Ich führe nochmal schnelle Schläge aus. Ah, puh. Das hat ja gedauert. Aber wir haben meine zumindest Damen 200 Münzen. Der Hexer bezwingt den bislang ungeschlagenen Stillwasser. Was für ein Kampf! Seines Gelübdes enthoben, kann der Ritter nun sein Gesicht zeigen. Deine Schläge sind stark und ehrlich. Meinen Glückwunsch. Danke. Sonst hast du nichts zu sagen? Ich bin eine Frau. Keine dummen Sprüche? Wieso? Was soll da dran sein? Wir leben doch im 13. Jahrhundert. Frauen führen Tavernen und Höfe und kämpfen. Behauptest du nicht, es wäre ehrlos, gegen ein Weib zu kämpfen? Das ist was für Leute, die Angst haben, gegen eine Frau zu verlieren. Nun steht nur noch der Koloss zwischen dir und dem Maestro. Du solltest nach Saint-Sébastien aufbrechen und nach dem größten Hof dort suchen. Das machen wir doch. 200 Meter weg da. Oh, okay, da war ich ein bisschen festgegangen. Da holen wir doch mal Plötze direkt. Die natürlich wieder hinter uns auftaucht. Hallo Plötze, schon lange nicht mehr gesehen. Los, los.
Und dann schauen wir mal, da ist es hoffentlich so, dass wir ihn nicht irgendwo festbacken. Ich glaube, hätten wir den in diese Kuhle da reingeworfen, wäre es schneller gegangen. Aber naja, so war er ein bisschen festgebackt. Ist halt auch in Ordnung. Wir haben es ja am Ende geschafft. Genau, ne, ich weiß gar nicht, wie viele Parts wir noch wirklich haben. Wir haben auf jeden Fall beim letzten Part noch dieses schlechte Ende und die Siri-Sache. Ich würde gerne noch ein Bild bauen. Ich will auch noch, wie gesagt, den Runenschmied bezahlen und vielleicht noch die Rüstung sammeln. Die Bärenrüstung, die fortschrittliche und bauen. Da würden wir ja gerne die Sachen einkaufen. Dafür brauche ich ja noch mehr Geld. Fällt mir gerade auf. Ah, mal gucken. Wo kommen wir da lang am blödsten auf den Hof? Hier hinten anscheinend. Sagt das Spiel. Gut, aber erstmal bekämpfen wir die. Da können wir auch noch mal ein bisschen Geld machen. Oh, das ist eine schöne Arena. Die also da backt man hoffentlich nicht irgendwo rein. Schlage ich einmal zu. Die ganze Woche das Wappen, die Kupferzierte, die ihn überrollt. Ja, schauen wir mal. Oh, du siehst wie ein Mann aus, der sich austoben will. Hey, Weißlöckchen, traust du dich gegen den Koloss zu kämpfen? Jederzeit. Der Koloss? Interessanter Spitzname. Oder hat ihn seine Mutter nach seiner Geburt wirklich so genannt? Aber natürlich, warum auch nicht? Der Koloss, das klingt nach Stolz und Leidenschaft. Also, kämpfst du mit? Natürlich. Und zwar wieder für 100 Kronen. Gut, kämpfen wir. Ha, langweilig. Kein Interesse. Ich bin schnell. Zu schnell für dich. Schwuppdiwupp, Arm kaputt. Und wie willst du dann dein Schwert halten? Das ist doch kein Wettkampf. Du willst nicht kämpfen? Warum dann nach Herausforderern suchen und meine Zeit verschwenden? Oho, wir sind etwas gereizt, wie? Ein Hexer, hm? Machen wir es so. Blockst du drei meiner Schläge, gewinnst du. Aber du darfst mich nicht angreifen. Kein einziges Mal. Block einfach meine Schläge ab, okay? Doppelter Einsatz, wenn du drei überstehst. Spendier Hosen an. Ich weiß ja, dass du es nicht schaffen wirst. Hat noch keiner geschafft. Bin zu schnell. Na, bist du bereit? Blocken. Ich weiß gar nicht, wie gegen Blocken. Aber ja. Na schön. Ich bezweifle, dass mir das Blocken von ein paar Schlägen Probleme macht. Wir können ja laden, notfalls. Ich muss erstmal austesten, wie es geht. Aber Achtung. Laut der Regeln darfst du erst dann blocken, wenn ich meine Faust geballt habe. Dauerblocken ist verboten. Warum? Meine Damen und Herren, werde Zeuge eines ungewöhnlichen Kampfes. Wie soll ich es sagen? Der Hexer hat eine kolossale Herausforderung angenommen. Ich hätte vielleicht doch nochmal kämpfen sollen. Okay, so nicht. Wie geht denn das? Okay, so. Eins. Zwei. Drei. Easy. Unglaublich! Der Hexer hat die Schläge des Kolosses geblockt! Das hat noch keiner geschafft! Hier ist dein Anteil. Danke. Dir gebührt mein Respekt, edler Herr. Das haben wir seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Und nun hast du das Recht, den Maestro persönlich herauszufordern. Du findest ihn bei den Docks. Na dann dahin. Ab geht's nach dort. Interessante Mechanik mit dem Blocken, dass man das können muss oder hier soll. Aber es war jetzt nicht wirklich schwer, meiner Meinung nach. So, ab auf Plätze. Huch. Hallöchen. Hallihallo, Hallöchen. Ach so, Moment, Plätze. Entschuldige dich, Kanaille. Mit wem redet er jetzt? Mit mir? Ich weiß es nicht, mit Plötze. Aber ich glaube, da kommt keine Entschuldigung. So, runter an die Docks müssen wir. Ist ein interessanter Weg auch, den das Navi hier vorschlägt. Aber hier sollten wir vorbeikommen. Diese Dialoge manchmal. Also,
Ich glaube, die Entwickler hatten auch Spaß beim Programmieren hier. Mann, du Trottel! Huch! Wir sind Plötze? Schon auf alle denkbaren Arten bestraft worden. Oh, ein Pferd durch den Vorgarten? Wahrscheinlich noch nicht. So, wir dürfen leider immer noch nicht schneller galoppieren. Naja. Dann genießen wir noch ein bisschen die Aussicht. Ist ja ganz schön hier. Unsere Herzogin ist ein hübsches Mädchen, nicht? Oh. Ja, in dem Ende lebt sie auch noch. Ich frage mich, ob die das gesagt hätte, wenn die tot wäre. Oder würde die dann was anderes sagen? Wahr. Oder kriegen die das hier gar nicht mit? Will das Spiel das damit sagen? Ach komm, wir steigen hier ab. So, zack, ich muss hier kurz durch. Hallo. Siedler? Ich mach mal wieder einen Speicher. Hallöchen. Finde ich hier den Boxer, den man den Maestro nennt? Maestro, Champion, der Unbesiegte. Er hat viele Namen. Du bist der Hexer, der die drei geringeren Meister ausgeschaltet hat? Der bin ich. Wollte gegen den Maestro kämpfen, doch er scheint verhindert. Mit Alkohol kuriert der Maestro seine schlimme Schüchternheit. Er ist ein sensibler Mann, musst du wissen. Nüchtern würde er nicht mal ein Kissen ausklopfen. Ein nüchterner Kampf ist wie ein Tanz ohne Musik. Nicht so betrunken zum Kämpfen? Vergiss den Kampf. Du kannst ja kaum stehen, so blau bist du. Das geht sicher in feuchten Kehricht an. Uff, du schwitzt, dass mein Wodka warm wird. Kämpfst du, ja oder nein? Na klar. Also gut, ich fordere dich heraus. Moment! Hoppla, ich habe meine Prinzipien und Regeln. Wo ich esse, scheiß ich nicht. Und gegen nüchterne Leute kämpfe ich nicht. Was heißt das? Das heißt, entweder du trinkst, oder du verpisst dich mit Anlauf. Was sind das für komische Sachen, also Anforderungen hier? Naja. Oh, wir können mehr wetten. Ich habe gespeichert davor, gell? Ja, betrunken sollte ich auch gewinnen. Schön. Mesdames, Messieurs, der Maestro tritt auf. Endlich. Mal gucken, wie es wird. Dann mal los. So. Ich weiß nicht, ob wirklich das, ob das wirklich auch Nachteile für uns hat. Diese Aktion ist während dem Kampf nicht erlaubt. Dieser Konter, ja. Huch. Au, nein, da muss ich weg. Boah, das hat reingehauen. Schade. Hey, gut pariert. Dieser Konter, ja. So. Huch. Scheiße. Au. Nein, knapp. Wir sind kurz vorm Verlieren. Okay, knapp, aber gewonnen. Oh, du Frechdachs. Hast nicht besiegt. Ist jahrelang nicht passiert. Deine Fäuste, einfach glorreich. Danke. Ich kann es nicht fassen. Darauf muss ich trinken. Uff. Guter Kampf. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass du jetzt den Titel trägst. Da habe ich mehr Zeit für meine wahre Leidenschaft. Trinken? Hiermit erkläre ich Hexer Geralt von Riva zum Faustkampf-Champion von Buclair. Bravo! Hier, deine Trophäe. Leben ohne Saufen ist wie Lieben ohne Lecken. Aha. So, jetzt sind wir noch gut betrunken. Damit haben wir aber diese Questreihe auch abgeschlossen. Sehr schön. Und dann haben wir noch den Hexerauftrag. Großwildjäger. Oh Gott, 900 Meter. Da teleportieren wir uns doch mal kurz hin. Weltkarte. Was ist denn das?
Am besten dann von den Ruinen dahin, oder? Ach, hier war auch noch eine Quest, theoretisch. Ne, wir kommen, wir gehen vom Weingut. Ich glaube, das ist immer ein bisschen schneller. Ist aber immer noch eine große Distanz. Und Geralt ist immer noch besoffen nach. Wahrscheinlich 5 Stunden, wo jetzt vergangen sind. In-game. Hey, ja. Gut. Diese Dialoge, sie werden nie alt. Vor allem, ich glaube, die meisten haben wir noch gar nicht gehört. Das bedeutet echt, es gibt extrem viele. Das ist aber schön, das freut mich. Ist ja auch etwas, was... okay. Was zum zur Atmosphäre beiträgt von Spielen. Deswegen wird, glaube ich, auch The Witcher so krass abgefeiert, weil einfach die Atmosphäre passend ist. Nicht nur Story, nicht nur Grafik, Gameplay. Ja, gibt Dinge, die kann man verbessern, aber ich will wunderbar zurechtkommen. Ich muss darauf bestehen. Also eigentlich größtenteils ganz gut. Bist du sehr viel sicherer. Papa der Papp. Graf, wenn du gestattest, ich glaube, Wilma hat recht. Man kann nicht ohne wissen, was in dieser Wildnis lauert. Nicht mal ein Pferd. So, hallo, Graf. Eure Sorge rührt mich, Männer. Wirklich. Aber ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Vergebt mir. Aber ich gehe vor wie geplant. Ah, da ist ja meine Begleitung. Hallo. Sei gegrüßt, Weißer Wolf. Sicher hast du meine Nachricht gesehen. Ach, dumme Frage. Du bist ja hier, also hast du sie gesehen. Vergib mir, ich habe mich nicht vorgestellt. Ich bin Graf Beledal und ein großer Bewunderer deiner Taten. Danke, das hört man als Hexer nicht oft. Aber Herr Graf, du willst doch nicht nur mit diesem Hexer reisen. Sicher, er mag ein zäher Bursche sein, aber deine Expedition ist zu riskant. Es ist nicht gerade klug, uns nicht mitzunehmen, wenn ich das sagen darf. Du übertreibst, Wilma. Ich werde wohl einen halben Tag überstehen können, ohne dass mir jemand den Hintern wischt. Meine Wächter lamentieren, Hexer. Aber du musst ihnen vergeben. Jetzt lass uns zur Sache kommen. Wie du gewiss der Nachricht entnommen hast, habe ich einen außergewöhnlichen Auftrag für dich. Ich bin ein Naturfreund, Hexer. Ein Liebhaber der Wildnis. Und in Toussaint gibt es viele Arten, die man sonst nirgends findet. Ich würde dich bitten, mich auf eine Expedition zu begleiten, die den Zweck hat, diese Arten zu bewahren. Klar. Natürlich sollst du mich beschützen, falls nötig. Weißt du, meine Wachen haben die Augen überall und melden meiner Frau jeden Leichtsinn, wenn ich auch nur einen Kratzer abbekomme. Und dann wehe mir. Ich muss wissen, wer du bist. Erzähl mir mehr. Graf Beledal, der berühmte Geflügelzüchter, nicht wahr? Das war mein Großvater. Guter Mann. Ich selbst handle mit Wein. Ich importiere die feinsten Jahrgänge in meiner Heimat, Covier. Deswegen bin ich so oft in Beauclair. Und bei meinen Besuchen genieße ich eben auch die Natur. Und dazu brauchst du wirklich einen Hexer? Du hast doch deine Wachen. Nimm die und spar dir das Geld. Das könnte ich machen. Aber die Männer brauchen auch mal frei und müssen sich entspannen. Nicht wahr, Jungs? Außerdem mangelt es mir nicht gerade an Geld. Warum also nicht? Ah, hier geht es also um einen reichen Mann, der sich zu Tode langweilt und das Abenteuer sucht. Außerdem geht es um Clarissa, die... Wilma, bitte. Die was? Meine Tochter. Ich bringe ihr immer etwas von meinen Reisen mit. Ein Souvenir. Sie freut sich jedes Mal so. Aber wir wollen nicht von meiner Familie reden, sondern von unserem Vorhaben, nicht wahr? Ich würde doch gerne ein bisschen mehr darüber erfahren. Naja. Ich muss ein paar Einzelheiten wissen, bevor ich etwas sagen kann. Wohin gehen wir und was genau ist meine Aufgabe? Allgemein gesprochen werden wir die regionale Flora und Fauna bestaunen. Und dabei bewahre ich vielleicht dies und das. Bewahren? Ich habe da so ein Gerät, weißt du? Einen Parästhesomaten. Der, er fängt Abbilder ein. Parästhesomaten? Er ist eine Art
transportables Megaskop, das Augenblicke einfängt und in Illusionen verwandelt. Die nehme ich dann als Vorlage für Bilder. Ich soll also mitkommen, um Pflanzen und Tiere zu begutachten? Darauf läuft es wohl raus, ja. Allerdings musst du zuerst herausfinden, wo die Kreaturen, die ich bewahren will, nisten. Ich kenne ihre Reviere nur ungefähr. Tja, und wenn es Ärger gibt, haben wir dein Schwert zur Hand, was? Also, abgemacht? Reden wir über die Bezahlung. Ungewöhnlicher Auftrag. So ist es. Und ich bin bereit, eine üppige Summe springen zu lassen. Es macht dir doch nichts aus, mir zunächst den genauen Betrag zu nennen. Natürlich nicht. Sag mir einfach, was du bekommen möchtest. Alles. Dann würde ich sagen 250. Wir sind ja Geralt. Vortrefflich. Okay. Abgemacht. Klingt ja nicht schwer. Ich wäre froh, mal was Schönes zu machen. Wunderbar. Hier, deine Karte. Bevor ich hierher kam, habe ich mehrere Jäger aufgesucht. Sie haben die Habitate der interessantesten Arten in die Karte eingezeichnet. Gute Idee. Das spart uns Zeit und wir müssen keine Spuren lesen. Brechen wir auf? Wir werden wohl den Morgen abwarten müssen. Gutes Licht ist wichtig. Sei bis dahin mein Gast, Herr. Ich wäre entzückt, einige Hexergeschichten zu hören. Ja, dann war mal dies, dann war mal das. Am nächsten Morgen. Ich mag die Farben einfach. So, jetzt ruf die wilde, weite Welt. Das Licht ist perfekt. Na, dann würde ich sagen, machen wir aber an der Stelle erstmal Schluss für diesen Part und machen beim nächsten Mal weiter. Der Part ist jetzt ein bisschen kürzer als sonst. Ich hoffe, das stört nicht, aber wir haben einen guten Abschluss auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaltet gerne im nächsten wieder ein. Bis dann, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.